Technikbauer sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr mit einem Sky Q Receiver eine Aufnahme tätigen könnt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier einen Sky Q Receiver und mit diesem können wir aufnehmen, hat er doch eine Festplatte eingebaut. Und dafür gibt es zwei Methoden. Methode Nummer 1, die Direktaufnahme mit der Taste R auf der Fernbedienung. Methode 2 über den Guide, wo ihr euch eine Sendung aussucht und dann den Receiver programmieren könnt. Wir haben hier eine laufende Sendung und die wollen wir aufnehmen. Dafür drückt einfach nur das R auf der Fernbedienung, das rote, und die Sendung wird hier schon aufgenommen. Ihr habt jetzt gleichzeitig zwei Pfeile, wie ihr sehen könnt, nach oben, nach unten. Und das bedeutet, der Receiver erkennt, wenn es eine Serie ist, dann nimmt er das jede Woche auf. Das heißt, Pfeiltast nach oben und schon wird das Ganze dann aufgenommen, jede Woche. Pfeiltaste nach unten, könnt ihr das Ganze wieder löschen. Also das ist die Methode Nummer 1, die Direktaufnahme. Dass ihr sagt, okay, ich möchte das wirklich hier jede Woche aufnehmen, diese Dauerwerbesendung oder diese Sendung, was gerade rennt, mit den Pfeiltasten nach oben. Denn wenn wir jetzt zurückgehen zum Beispiel, dann werden wir hier im Guide ein rotes R sehen und hier oben seht ihr auch Serie aufnehmen. Das heißt, wenn ihr nach oben drückt, könnt ihr dann das Ganze eben jede Woche aufnehmen bei einer Serie. Die zweite Methode wäre natürlich über den Guide, ebenso wie hier am Anfang schon erwähnt. Ihr sucht euch die Sendung aus und bestätigt das Ganze eben mit der Aufnahmetaste und sagt Aufnehmen. Dann ist das Ganze programmiert. Wir gehen wieder zurück und suchen uns die nächste Sendung aus. Wieder mit OK und Serie aufnehmen und eine mache ich noch und wähle mir auch diese aus und sage Serie aufnehmen. Wenn ihr fertig seid oder wissen wollt, was ihr alles aufgenommen habt, die Home-Taste, Aufnahmen, hier seht ihr, was ihr aufgenommen habt. Und könnt euch das Ganze dann entweder ansehen oder das Ganze löschen oder live ansehen. Also hier ist löschen oder von Anfang an starten. So, ich gehe wieder zurück. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr auf alle geht, seht ihr, was hier alles aufgenommen wurde. Auch Genres könnt ihr hier. Und was ich noch habe, ist die Übersicht, was ich alles programmiert habe. Das heißt, hier sehe ich, um welche Uhrzeit was programmiert wurde. Möchte ich das nicht haben, können Sie natürlich hier auf Löschen gehen und schon ist das Ganze gelöscht. Und gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit, eben Serie aufzunehmen oder Folge aufzunehmen. Bei einer Serie natürlich könnt ihr das so aufnehmen, dass eben, falls mehrere laufen, jede Woche um dieselbe Uhrzeit oder um eine andere Uhrzeit, dass hier eben das Ganze automatisch passiert. Könnt das Ganze behalten oder auch sperren, damit das nicht irrtümlich gelöscht wird. Das könnt ihr euch hier alles einstellen, wie gesagt. Da habt ihr den Überblick bei geplant und da ist hier eben noch nichts aufgenommen worden, habe ich bei Verwalten jetzt noch nichts drinnen. Aber ihr könnt zusätzlich auch das Ganze behalten, die Programmierung. Weitere Episoden gibt es hier zum Beispiel, dann seht ihr, wann das Ganze dann noch zusätzlich spielt und habt einen Überblick, aha, wann spielt es denn hier die nächste Folge. Auch unter Sendezeiten seht ihr dann das Ganze. Dann könnt ihr das Ganze auch hier direkt programmieren, mit aufnehmen. Und so, wo war das Sendezeit nochmal? Hier seht ihr, wann das Ganze spielt, also um 16.15 Uhr spielt es das Ganze. Ihr seht, wie einfach das Ganze funktioniert. Ihr könnt hier verschiedene Sendungen programmieren und könnt euch das dann jederzeit ansehen, wann immer ihr wollt, und könnt das Ganze dann löschen
oder ihr könnt das Ganze dann behalten. Es sei noch erwähnt, dass der Sky Q-Receiver ja auch Timeshift hat. Das heißt, ihr könnt euch ja die Sendung von Anfang an ansehen, während die Aufnahme weiterläuft. Dazu habt ihr ja über den Steuerkreuz die Tasten, die Vorlauf, Rücklauf, Play-Pause-Taste. Und wenn ihr hier zurückspult, dann könnt ihr euch die Sendung von Anfang an ansehen, während die Aufnahme weiterläuft. Also auch Timeshift ist hier mit an Bord. Ihr könnt die laufende Sendung pausieren oder von Anfang an starten. Habt ihr dazu Fragen, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.